So, da sind wir wieder mit FIFA 13 und Müller läuft für Deutschland auf, hat das letzte Mal angesagt. Wir schauen jetzt mal weiter, was in der Simo so abgeht. Und das sieht man doch stark nach. Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. Und es sieht so aus, als würden wir als nächstes gegen Hoffenheim spielen. Auf geht's. Ja, ist ja gut hier. Warte immer alle wissen wollen. Rot und Blau, schöne Farben. Da ein ganzes Team. Und Aufwärmphase hier. Ab geht's, Jungs. Auf die Maus. Eieieiei. So, dann starten wir mal los ins nächste Ligaspiel. Und Bronze-Level für Freistöße. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Aber ich habe schon mal ein Schildchen getroffen. Jo. Den hat er verrissen. Den hat er auch gut verzettelt. Und aus dem Haus. Mist. Komm an, Zukic. Sehr schön. Last try. Oh, voll drüber zirkelt. Ja, sauber. Ein paar Boni-Points. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Reicht's? Ums Verrecken nicht. Wollen wir es nochmal probieren? Ah ja, jetzt sind wir schon so gut drin. Ah, zu fest. Oh, fast. Mei, nicht einmal da trifft er. Ach komm, leck mich doch. Ich hoffe, es passt halbwegs von den Settings. Ich musste nämlich mein Ava Media Center neu installieren und habe gesehen, dass sie dank May Windows 8 es aktualisiert haben. Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen. Ich weiß noch nicht, ob es von den Settings gut passt. Aber so grob dürfte es eigentlich hinkommen. Der Tabellenführer gegen den Viertplatzierten. Wird der Favorit heute eine Niederlage kassieren? Oder können sie sich oben behaupten, wo es auf die Mitte, auf die Hälfte der Saison zugeht? Ja, wer steht denn heute bei uns im Kasten? Der Neuer gar nicht dabei. Ja, was ist denn da los? Ach, der Starke. Der Starke, Starke. Wir sind immer noch dabei. Erster mit 2 Punkten vor Dortmund und Gladbach. Und Hoffenheim folgt mit 13 Punkten. Naja, gut. Bock so. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Müller. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Ja, das sagst du so einfach. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Ah. Ja, na, den wollte nicht. Die Entfernung doch zu groß. Hau raus, das Ding. Und nun Salihovic. Ribery. 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 Ein wunderschönes Zuspiel. Ja! Fallrückzieher Tor von Mandzukic. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber der Passmanni, der war Zucker, sensationell. Zucker, ja. Wunderschön gemacht. Ach, komm, Wiederholung. Schusstechnik punktgenau platziert. Ja. Die Bayern sind vor. Geil, oder? Und sie führen. So, okay. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen.
mehr aber auch nicht. Rudi. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ribéry. Ein Virtuose, ein Künstler. Der kann alles am Ball. Ja. Und das macht er richtig gut. Ja, nehmt's heute den Boyo. Meine Güte. Und der kommt genau an. Die Situation wurde geklärt. Und da bekommt er Unterstützung. Die Chance. Aber da steht wieder keiner. Souverän abgewehrt. Ein sehr schöner Pass. Und der Angriff wurde gestoppt. Das ist die Möglichkeit für ein... Das zu weit. Jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Zu weit vorgelegt. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am... Ah, was? Mit der Entscheidung müssen Sie leben, die war korrekt. Foulspiel, Freistoß gegen den FC Bayern. Dieser Freistoß... Sehr schön starke. Nee, und das sieht man auch ganz deutlich, da hat schon größere Problemstellungen gegeben. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Also gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Das ist er! Nein! Ach, fuck. So schöner Konter. Nee. Die kriege ich nicht alle Tage, die Chance. Schweinsteiger am Ball. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ah, geh heute am Boy. Aus dem Angriff. Derio. Ballbesitz für Bayern München. Wunderbar herausgespielt. Das muss es sein. Da wird der Trainer zufrieden sein. Luis Costa. Schöner Pass. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Na, ist er auch. Schweini, der Star-Moll. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Bastian Schweinsteigers Duell um den Ball. Nein! Oh. Ja, den hat er heute nicht laufen. So, dann. Klasse, wie er die Situation von Ach, falsche Taste wieder. Mei. So sieht ein Pass aus. Jetzt wird das klappen. Abseits. Da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon davon, Gott sei Dank. Abseits entschieden. Hau weg, das Ding, starke. Naja, vielleicht gerade dahin. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Er grätscht hinein. Und kriegt den Ball. Kämpfen sie um den Ball. Und der Ball ist drin. Und Zuckenspäbe. So langsam muss es. Hey, das ist ein ganz gefährlicher Spieler. Der hat ja schon zweimal getroffen. Ja, also. Das klassische Abstaubertor. Das ging Tabellenviertel. Genau in die richtige Position und vollstreckt. Ich glaube. Ah, was?
Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie man den Keeper dann steuert. Der springt nicht, egal was ich drücke, der springt. Naja, ja, ich sei es vergönnt. Sie kriegen es um die Ohren und schlagen sofort zurück. Tolle Mann. Ja, also immer wenn sie liegen und du meinst, jetzt bleiben sie liegen, stehen sie wieder auf. Haargenau unter die Latte. Ah! Und um Salihovic. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Chance zum Konter. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz der Konter. Aber jetzt ist es vorbei. Es rennt. Warum geht er denn da nicht hin? Und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Meine Fresse, also der war doch echt. Müller. Schweinsteiger. Da freut sich der Trainer. Und Achtung, genau hingeschaut. Das sieht gut aus. Ja, Scheißdreck. Und um Salihovic. Er hat zum Einwurf geklärt. Ja, und wo wirfst du hin? Jetzt nichts. Du nichts. Chance, um zu Nächster. Es muss Einwurf geben. Es könnte was werden. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Da kam Freude auf in dieser ersten Halbzeit. 5 ja. Stand 3 zu 2. Wow. Die haben es mir aber ordentlich gegeben, Bieb. Aber jetzt probieren wir mal jetzt was aus. Ich muss ja hier Benutzer-Gameplay, CPU-Gameplay. Kamera, Hut. Ja, wo ist es denn? Audio. Shutdown, bla bla bla. CPU Gameplay. Konnte man das hier gar nicht einstellen. Naja, gut. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Ribéry. Jetzt spielt sie doch nach vorne. Ochs. Ah. Das war ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ah. Jawohl, da hat er klären können. Ochs. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Bastian Schweinsteiger stört und holt den Ball. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Verdammte Kacke! Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht es hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Oh ja. Bei der nächsten Spiel, jetzt hat er den Platz, den er braucht. Und 4-0, Mandzukic, Baby. Dreimal hintereinander, aber
guck da. Der klassische Hattrick. Super. Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. Mini-Chance. Freigespielt halt. Der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt noch mal aus. Hei. Super Auge von Bastian Schweinsteiger. Ja, und dann trischt er hinter. Den Ball ach Gott, der Wiese ist ja bei denen im Tor. Mei, siehst du das? Du musst echt mehr Fußball schauen. Ribéry. Er lässt es laufen. Vorteil für Bayern München. Ah, abgefälscht. Ecke. Der Ball geht jetzt aus. Es gibt Eckball für den FC Bayern München. Okay. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal. Ah, okay, Mandzukic geht raus. Pizarro kommt rein. So. Hau rein das Ding. Ah. Oh. Nochmal Ecke. Es gibt schon wieder Eckball. Nein! Ein paar Zentimeter fehlen da. Ein paar Zentimeter. Aber so damn it. Geht der Ball knapp drüber. Es ist hier wirklich deutlich zu erkennen, das ist eine einstudierte Standardsituation. Roberto Firmino. Du musst da zum Ball hingehen. Stören, immer stören. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Und da läuft, läuft er noch. Läuft er noch. Gut geflankt hat er. Der Kopfball. Müller, endlich! Endlich hast du den Dürre gemacht. Wie aus dem Lehrbuch, Mann. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Super. Danke, Rob. Vielleicht kickt das mal seine Bewertung ein bisschen hoch. Ja, Müllerchen, so muss das sein. Wenn du rauskommst, oder? Das muss man mal deutlich sagen, der Trainer das war so klar. Alles richtig gemacht. Naja, Gott sei Dank, das ist doch noch diese Einwechslung auch richtig liegt. Das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Und der kommt genau an. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ja. Und ein Wurf. Ja, wechselt heute aus, du Böschen. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Und Salihovic sicher in der Ballbehandlung. Ein sehr schöner Pass. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Sehr schön starke. Das ist ja schon mehr als große Zufriedenheit. Hier richtig zueinander hingezogen, diese beiden Seiten. Und der Rob läuft sich frei. Auf den Rennen. Aber ganz ehrlich, Manni, das kann man nachvollziehen. Das ist ja auch praktisch. Wunderbar von der ersten Minute an. Da muss man ja begeistert sein. Ganz sicher hat er das gemacht. Jetzt lässt er durchlaufen. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Roberto Firmino. Ein wunderschönes Zuspiel. Und die Situation ist bereinigt. Pizarro. In der Mitte könnte... Rudi. Stark gemacht. Rudi Correll. Ein Goldjunge einfach.
Ja, ey, oh. Oh, da hat er jetzt Black Shirt. Und das macht er richtig gut. Einwurf. Sie traben locker übers Feld, die Spieler des FC Bayern München. Ganz klar bei dieser Führung. Die bauen wir jetzt weiter aus mit Robben. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Nein! Jetzt kommt der Depp da noch an den Ball ran. It's time for a change. Wechselzeit. Meine Güte. Ja, wo sind sie, meine Jungs? Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Ja, so geht es. Pizarro. Kurz vor Schluss. Ziemlich heftig hier. Ja, ja, aber das ist im Grunde, wenn wir das hier nochmal sehen, Manni, der Beleg dessen, was wir das ganze Spiel über gesehen haben. Das packen die anderen nicht mehr. Nee. Deutlich ist die Führung. Das packen die Jungs nicht mehr hier. Da müsste ich schon am Pen einpennen. Jetzt wird's gefährlich. Arjen Robben hat den Ball abgefangen. Ja, aber für ihn wird es gefährlich. Wenigstens mal, den Rückstand zu verringern, das muss jetzt das erste Ziel sein. Und es ist machbar. Ha? Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Ach, weil ich da ein bisschen an seinem Trikot gezupft habe. Jetzt stell dich aber nicht so an. Del Pierre. So kann es weitergehen. Jawohl, abgefangen. Pizarro. Und den Ball, den kannst du an ihn. Ja! Ribery, du Künstler. Und noch eins, meine Güte, meine Güte. Hier noch abprallt und keiner kommt mehr hin. Zum Ende hin noch mal ein richtig schönes Tor, ein klarer Sieg. Jelatscha. Geil, geil. Na komm, pfeif ab, das bringt doch eh nichts mehr. 7-2. Also, so stark habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und der ist Tabellenvierter, der Hoffenheimer. Die Fans, die freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Der Sieger stand früh fest, das war eine klare Angelegenheit. Ribery, Pizarro, Müller, Mandzukic, Mandzukic, Schweinsteiger und Mandzukic. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Ja, das Ergebnis bin ich auch so. Aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen. Das war am geilsten. Der war sogar noch dran. Völlig verdienter Erfolg. Na, der war knapp. War Standardsituation, ja, der Elfmeter, das ist, muss ich mal mit Torwart trainieren. Naja, den hat er auch schön reingezirkelt. Ja, war jetzt auch nichts Besonderes. Das war auch schön von Müller, das Tor. Was haben wir noch? Aus der Drehung raus. Und Robben natürlich, der Abpraller. Und er rollt noch rein. Sahne, Sahne. Ah, der Fallrückzieher. Ich könnte mir mal wieder anschauen. 8-4er Bewertung ist doch optimal. So muss das laufen. So, der Augsburg hat gegen Bremen 1-1 gespielt. Kräuter Fürth 1-0 gegen Hamburg. Hannover 96, Dortmund 1-1, Stuttgart Bayern 04 auch 1-1. Eieieiei. Dortmund, Dortmund, Dortmund. Ihr schwächelt's ganz schön. Nee, nee, nee. Ja, Mandzukic trifft dreimal gegen Hoffenheim. 11 Tore schon. Top-Torjäger. Meine Fresse. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und das nächste Spiel geht anscheinend gegen die Fortuna.
Ja, da freuen wir uns schon drauf und ich bin gespannt, wie ich und meine Jungs da drauf sind. Also, ich wünsche euch was, bis demnächst, euer Medaso für dich!